So, meine Damen und Herren, eine halbe Stunde kann ich noch spielen. An diesem wunderschönen Sonntag. Nachmittag. Es ist 20 Uhr, naja, Abend. 20 Uhr 10. 10 nach 8. So gegen 10 gehe ich ins Bett, also beziehungsweise um 9, weil wir gucken noch einen Film zu Ende, den wir angefangen haben, die liebe Frau und ich. Und jetzt spielen wir weiter. Everything you want. So, den Strom im Unterwerk wieder anschalten. Schlüssel. So. Ah, Karte, genau. Sehr gut. Da kommen wir nicht rein. Da ist der Tresor. Take a... Oh, hier Klopapier. Mal kurz gucken, wo wir nochmal was machen müssen. Ja, hier war die Handgranate und die Flintenmunition. So, in der U-Bahn-Bude können wir noch nichts machen, ne? Weil kein Chatterroom. Schlüssel. Donuts. Da haben wir die Flinte geholt. Da war wieder ein Safe-Raum. Ja, ich habe noch keine Info irgendwie. Ich habe jetzt auch noch nicht groß nachgesucht, dass man hier irgendwie was abwehren kann. Oder ja, außer was man machen kann, außer den Knopf zu hämmern. So, der Code. Ja, könnte man jetzt halt alles durchprobieren, aber das ist ja nicht das. So, Notiz eines Drogeriebesitzers.
Der neue Safe ist einfach perfekt. Niemand kennt die Kombination, noch nicht einmal meine Frau. Ist ein Geheimnis zwischen mir und meiner wunderschönen Aquacure-Königin. Na, hier ist was, aber da sind keine Zahlen drauf. Auch nix. Aber vielleicht kommt man unten irgendwie in den Laden rein. Ne. Aber wir können jetzt da vorne, glaube ich, irgendwo weitergehen. Oh, steht wieder der Assi hier, ne? So, das wird das zweite Steinchen sein, was wir da bei der U-Bahn einsetzen müssen. Ah, jetzt ist da so ein Müllzeichen dran. Aber gut, der Rest bleibt dann liegen. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Hier schon mal einsetzen.
Oh. M3 Flinte, geil. So, wir brauchen also noch ein grünes Steinchen. So, und da zu dem Umspannwerk müssen wir hin. Schalüssel. Da haben wir gemacht Löschung. Ah, hier können wir noch weitergehen, genau, bei wo der Typ seinen Kollegen erschossen hat. So, jetzt kommt neues Neuland. Letzter Eintrag. So. Dreißig Mann stark. In weniger als 48 Stunden ausgeschaltet. So, aufgrund der andauernden Stromausfälle hat sich die Gilde entschieden, Stromerzeugungsaggregate an verschiedenen Stellen der Stadt bereitzustellen. Jedem steht es frei, sie zu nutzen. Beachten Sie allerdings, dass die Generatoren mit hoher Spannung arbeiten. Wenn Sie diese Geräte stoßen oder gar Schüssen ausgesetzt werden, könnten auch stehende Personen einen Elektroschock bekommen. Achso, das sind die Dinger, wo wir schon drauf geschossen haben. So einer wie der da. So, da vorne wäre es auch noch ein Weg gewesen. Hey, Bitch, Junge, noch weniger Crack.
oben nicht mehr aus, wenn sie hin sind. Ah, hier ist wieder so ein Spind. Ah, Fetti lebt auch noch. Und früherer Trick auch bei anderen Resident Evil Spielen ist, wenn man in irgendeine Richtung geguckt hat, wo keine Gegner sind und man dann auf Zielen geht, dann hat er sich automatisch wieder zum Gegner hingedreht. Da wusste man also, ah, hier ist noch einer im Raum. Ja! Wunderbar. Ja, was kommt denn bei hochwertigem Schießpulver raus, wenn wir das kombinieren? Ich glaube, wenn man das mit hochwertig mit A, dann kriegst du halt mehr Pistolenmunition. Fax vom Leiter des Unterwerks. Sobald die Situation noch reicht, wenn du schnell möglich die 4 drin schaltet. Ah, hier kostet ja nichts. Grüne Kräuter, sie wirken. Kästchen. Oh mein Gott. Oh nein. Ein Dietrich. Der bringt uns dann natürlich auch wieder an vielen Stellen weiter. Ups. We need help. Achso, wenn man grüne hat, das da, ja, das ist das, was da in dem Text drin stand, ne? Dass wenn man grüne Kräuter isst, dann. Wollte ich doch jetzt. Gucken.
So, wo ist der vierte? Dort. Okay, jetzt bleibt nur noch der Hauptstromschalter. Scharfes Mäuschen. Carlos, hier Jill. Der Strom der U-Bahn fließt wieder. Gute Arbeit. Als nächstes kommt das Stellwerkssystem. Es sollte im Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Okay, ich glaube, ich kenne das Gebäude. Ja. Wirklich? Klasse, Partner. Ein Schritt voraus. Bin ich dein Partner. Die ist aber ganz schön eisekalt, die kleine Jill. Carlos, er will doch nur helfen. Auch wenn er von UBCBS stinkidinki. Ja, fair allerdings finde ich, es sind sehr viele Speicherpunkte und Kisten. Das ist gut. Lauf, Bitch. Schön Heilungsspray. Carlos, ich bin in der Schaltzentrale. Was jetzt? Super. Jetzt musst du eine Route festlegen. Okay, eine Sekunde. Okay, wo wollen wir hin? Die Bahn steht in Redstone Street. Unser Zielbahnhof ist Fox Park. Kannst du das eingeben? Hey, ich bin Supercop. Ich krieg das schon hin. Mhm.
Raccoon Central. Station. So. Redstone ist wohl RA. So, Forest Avenue FA. Von FA wollen wir zu Raccoon Central. FO ist Fox Park. Da wollen wir am Ende hin. Raccoon Central. St. Michael's Clock Tower. Route konnte nicht bestätigt werden. Bitte erneut versuchen. Ah, hier kann man auch noch was eingeben. Ach so, FA2. Ach so, dann warte mal, 232. 2 SA2. Gültige Route bestätigt. Carlos, ich bin's. Uns eine Bahnroute eingestellt. Jill, du bist fantastisch. Und auch verdammt zäh. Komm schnell zurück zur Station. Wir machen die U-Bahn abfahrbereit. Geil. Ah, hier. Ist da vielleicht das dritte Steinchen drin? Ja, was sagte Barry damals schon? Ich bin die Masterin of Unlocking. It might could be handy if you take it with you. Jetzt haben die alle so eine Dinger auf der Rübe. Genau. Geil! Jetzt kommt Stimmung auf, jetzt kommen wir in Fahrt. Alles von ihm bekommen. Gucken wir uns gleich an.
Schalldämpfer. Oh. Jetzt brauchst du zwei Plätze oder was? Achso, das ist falsche Richtung. Ne? Egal, aber hier war ja, glaube ich, noch ein. Zur Station zurück. Ja, beruhige dich, Mädchen. Jetzt an. Ah, hier müssen wir hoch, genau. Da bin ich ja gerade gekommen. Nein! Den Weg gerade nicht mehr zu diesem. Ja, die tolle Charlie-Figur. Ah, hier. Hallo. Ja? Mach doch eh nicht. Das ist auch falsch. Da sind wir ja wieder hier. Wie? Da kommt in Safe-Räume rein? Jetzt diese. Donutladen. U-Bahn-Büro.
U-Bahn-Station. Und noch ein Täschchen. Toll. Ne, dass so eine Flinte weniger Platz verbraucht als die Pistole. Macht Sinn. Gute Arbeit, Superkopf. Bin beeindruckt. Läuft nun alles? Ja, fast. Aber wir brauchen noch 30 bis 40 Minuten. Nikolai, wie steht's? Die Stadt wimmelt von diesen Freaks. Keiner kann sich hier rauskämpfen. Warum ist sie hier? Sie hilft, die Bahn zu aktivieren. Schlechte Zeit, Ballast mitzuschleppen, Freund. Sie ist schwach. Schießt nicht, wenn es drauf ankommt. Hey, mach mal halblang. Sie wird dein Tod sein. Arschloch! Entschuldigung. Sie sind alle etwas nervös. Ach komm schon, nicht schon wieder. Er ist hinter mir her. Hey. Ich verschaffe euch Zeit. Hey, warte! Warte, Jill! Nein! Oh, verdammt! Komm schon, du verdammter Stalker! Du willst... Ah! Weiber! Carlos, hörst du mich? Carlos! Anderen Ausgang finden. Find a way outside. Eine Karte der Umgebung. Perfekt. Okay.
Ja. So viel leiser ist das jetzt aber auch nicht, ne? Trotz Schalldämpfer. Unser kleiner sportlicher Freund. Erhöhte Kanalsicherheit. Das Entsperren der neuen elektronischen Schlüsse erfordert einen speziellen Akku, der an alle Mitarbeiter verteilt wird. Ja, habe ich nicht. Richtig nicht. Braucht wohl irgendeine Stromquelle. Da wollte ich da gar nicht runter. Oh Gott. Die Klamotten muss ich verbrennen. Das noch das andere angucken. Schwein. Rechnung vom Gunshop Kendo. Granatwerferbestellung. Bla bla bla. Generale. Gammas. Ach, das sind Gammas. Irgendwelche Forschung über diese komischen Ottos, die wir da gerade gesehen haben. Ah, er gibt mit Schießpulver Blindenmunition oder Mag-Munition bei Kombination von zwei Einheiten. Vielleicht noch so ein kleiner Freund. Abgefackelt.
Nachladeanimationen sind. So, beim nächsten Safe-Ding speichern wir, dann höre ich erstmal auf, weil ich muss gleich ins Bettchen. Es ist ja schon wieder 9. Ah, jetzt hier rein mit dem Zeug. Sprengstoff. Meine kleinen Lieblinge. Ah, es ist bereits 3 Monate her, seit wir zusammen hierher geflohen sind. Ich denke oft an den Tag zurück, als ihr alle geschlüpft seid. Ah. Hunter Gamma. Okay. So, was schmeißen wir jetzt weg? Mit. Ja, das Kraut muss leider da bleiben. Mal den geilen Akku reinpacken. So. Der geht immer nur für eine Tür. Was ist das denn für eine Scheiße? Da kann man vielleicht reingehen, was rausholen und dann kannst du den wieder mitnehmen. Wenn ich bei Fallout hier, das wäre ja richtig geil. Hier Alu und hier noch ein bisschen Öl und alles. Oh, ja, da kannst du wieder schön Zeug rauslooten. Tot. Ja gut, dann hören wir jetzt hier auch auf. Und dann spielen wir die Tage weiter. Resident Evil 3. Geiler Shit. Bis zum nächsten Mal.